Halt die Fresse! Pomelo. Alter, das Kleinste hat mir gerade seine Faust in den Arsch geschoben. Habt ihr das gesehen? Ich schwöre. So. Es hält sich gerne in der Nähe von Gebirgspfaden auf. Trifft man versehentlich auf eins, wird es sehr wütend. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten. Ah, das ist also so ein kleiner Wutknubbel, ja? Das ist ein kleiner Wutknubbel. Hüte dich vor Zubats Attacke Blutsauger. Was ist das für ein extrem nutzloses Schild? Ich wusste doch hier noch, hier war noch was. Ein Trank. Oh mein Gott, wir sind gerettet. Ich finde es schön, wie mein Kabado immer voraushüpft. Was willst du? Ich warte hier auf meine Freunde. Wir haben uns auch in der Höhle aus den Augen verloren. Man geht mit seinen Freunden in der Höhle chillen? Seit wann das denn? Die Iris. Knuffenser! Ich liebe Knuffenser! Ich finde, es ist super, das seltsame, aber interessante Pokémon. Das war meine erste Pokémon-Karte, die ich je bekommen habe, war ein Knuffenser. Das ist, glaube ich, Pflanze Gift, deswegen bringen mir Giftstachel gegen Knuffenser nichts. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Doppeltyp war oder ein Einfachtyp. Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Dann weiß ich es wieder. Aber Knuffenser fand ich immer super. Und Trigaria ist halt einfach auch. Das ist krass. Sarazen, ja. Nee. Ja, ist Pflanze Gift, soweit ich mich erinnere. Ja, es erinnert stark an Plants vs. Zombies. Ich hab verloren! Ja, mein Gott, dann laber mich doch nicht an. Alter, was ist... Die warten da gar nicht auf ihre Freunde. Stimmt, wir müssen uns unbedingt auch noch einen Tangela hier fangen. Und dann nennen wir es Tangela Merkel. Oh, du bist schneller, als du aussiehst. Ja, ihr steht ja auch rum, wie blöde. Hey, Jessie, warte! Wer verabreicht dir dieses Haargel? Ja, ich hab nicht übelst Bock, hier stundenlang gegen einer dieselben Leute zu kämpfen. Da steht so ein krasser Typ. Oh, ein Aufwecker, das ist schön. Boah, schleich dich nicht so an. Ich stehe zwar direkt vor ihm und er hat mich längst gesehen, aber ist okay, brav, wenn du meinst. Oh, fuck, Mirko, du bist ultra weird. Ein Schleimer. Slimer, Slimer. Mhm. Der schreibt bestimmt auch immer Erster und deine Videos sind die geilsten, die es gibt. Habe ich übrigens kein Problem mehr, das dürft ihr mir ruhig schreiben, das stimmt nicht. Aber bist jetzt nicht so smart. Er hat halt wieder nur ein Pokémon, ne? Das macht halt überhaupt keinen Spaß. Du kannst deine Pokémon wechseln, du hast 6 Pokémon im Team. Jeder kann das theoretisch haben. Pokébälle gibt es hier wie Sand am Meer. Die Pokémon hat ja einfach nicht geklappt. Oh Gott, ja, wein. Oh mein Gott. Und. Es macht keinen Sinn, dass der nur ein Pokémon hat. Vorsicht, Paras. Ich habe nicht gelesen, was das Kind gesagt hat. Aber dann scheint sie auch nicht so wichtig gewesen zu sein. Dum, bam, bam, badum, bam. Knips, Magnus, fordert dich heraus. Eigentlich war ich es, der ihn herausgefordert hat. Aber, oh, da sitzt ein Mankey an und der hat auch wieder nur ein Pokémon. Ja. Pikachu. Dann Kopfnuss einfach. Komm, was soll's. Hau mal die Kopfnuss, vielleicht schreckt es ja zurück. Oder es ist einfach Geschichte. Bam in your face. Pika. Ich hab verloren und du hast mir nicht mal zugehört, als ich meinen coolen Startsatz gesagt habe. Sorry. Sorry, sorry. Da ist noch ein Ball. Ach, da kann ich auch außen rumlaufen. Okay, das ist gut. Da ist noch ein Paras. Sehr schön. Sprühdosenschutz. Sehr schön. Schön, die Ozonschicht mit irgendwelchen Sprays noch aufheizen. Das ist immer ein Traum. Ah, scheiße. Zubat. Uns wird sowieso noch bald eins einholen. Ich möchte ehrlich gesagt mal kurz die obere Ebene erforschen. Hä? Hier ist so viel Platz. Hier muss doch mal irgendwie was sein. Ich meine gerade, dass Pikachus Schweif voll abgegangen wäre. Ich meine, dass es da unten das auch gemacht hätte. Ich meine, ich ging hier irgendwo lang. Wow. Alter, ich bin einfach von der Fledermaus angegriffen worden. Und dann ist ja noch winzig. Du bist ja süß. Du bist ja eine ganz süße Fledermaus. Kommst du her jetzt?
Kanto ist super mies verbunden. Man muss durch Höhlen und Häuser durch, um von einer Stadt in die andere zu kommen. Ja, Ari hat recht. Das ist schon ein bisschen ungünstig gemacht, muss man ganz ehrlich gestehen, ne? Richtig blöd. Zubat stößt während des Fluges Ultraschallauter aus, um Hindernisse zu orten. Das hat jetzt aber gerade nicht sonderlich gut funktioniert, wollte ich erwähnt haben, weil das hat mich weggerammt. Aber es ist gut zu wissen, dass Pikachu die versteckten Items findet. Voll gut. Wow, diese Höhle ist unerwartet groß. Und Surif hat unerwarteterweise gerade einfach mal eiskalt 2 Monate rausgehauen. Dankeschön für den Support. Die Göre Miriam. Oh, ein Pipi. Na, das ist so süß. Oh, ich mag Pipi. Pipi muss ich auch immer machen, wenn ich viel getrunken habe. Und jetzt machen die einen Doppelkük. Wehe, du pipist mich an. Wehe. Wehe, du setzt irgendwas ein, was irgendwie... Das ist nicht sehr effektiv. Bist du ein Feen-Pokémon, auch in dieser Edition? Ich hatte nur noch im Kopf, dass du ein Normal-Pokémon bist. Aber dann bist du wohl... War Gift gegen die effektiv? Ich hab's schon wieder vergessen. Die neueren Pokémon-Typen und ich sind nicht ganz so... Ja, das war... Mhm. Aha, weg ist es. Ah, arrivederci, muchas gracias, señor. Glumanda. Stufe 12. Tschüss, Miriam. Oh nein, ich hab verloren. Ja... Du hast ja auch nur ein Pokémon, du Lappen! Ich verstehe die Entwickler nicht mit ihrem Ein-Pokémon-Taktik ist irgendwie komisch. James! Oh. Hör auf, uns zu folgen. Aber ich bin mich jetzt schon verlaufen. Hallo! Was hast du gesagt? Was will ich ergründen? Ich weiß zwar nicht, was meine Mutter damit zu tun hat, aber wenn du noch einmal meine Mutter beleidigst, dann mache ich dich kalt. So, jetzt kriegst du aber richtig auf den Deckel. Hier kann ich ja gleich mal sagen, kriegst du in den Kompass mal. Geht doch bis jetzt, aber sowas von. Also rauf hier und Bams! Hast jetzt davon, weißt du, ja, Volltreffer. Also. Sad. Sad but true. Tschüss. Ey, jetzt musst du auch noch meinen Vater beleidigen. Was ist mit dem Kind falsch? Was ist los mit den Kindern heutzutage? Hi, was geht? Was? Kind, Mann, hast du mich vielleicht erschreckt? Ich stand direkt auf Sichtweite vor dir. Wie blind bist du? Kauf dir eine Brille. Banerarufus. Ein Kleinstein. Los, Nidorina. Du kannst jetzt mal Doppelkick ein. Der hat 2 Pokémon. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das ist übelst krass jetzt. Tschüss. Ich kann endlich mal mein Pokémon wechseln. Los geht's, Mirabla. Ja, Mann. Komm zurück, Nidorina. Du bist dran, Mirabla. Mirabla, Mira, Mira, Mirabla. Ich muss immer die Pokémon-Geräusche nachmachen, weil das im Spiel sind ja nur die Sounds. Das geht ja gar nicht. Mach mal ein bisschen Absorber. Ne, so ein bisschen absorbieren. Das hat noch keinem geschadet. Also. Doppeltypenschwäche. Das ging ratzfatz. Und damit meine ich nicht das Pokémon. Pikachu. Ja, Mann, Lichtschild. Nee, danke. Nein. Ja, danke. Jetzt hast du mich gleich 2-mal überrumpelt. Gebt euch sein Gesicht. Okay. Was? Ja, super. Nee, muss ich jetzt nicht haben. Da ist noch was. Aristo schreibt, und wer sich bis heute wundert, warum Fee auf Drache so effektiv ist und Drache auf Fee so gar nicht. Der Typ Fee baut auf die Idee von Fairy Tales, dass das Gute immer gegen das Böse siegt. Und das Böse wurde im damaligen Fairy Tales sehr oft in Form von Drachen dargestellt. Ich hoffe, ich habe es gut erklären können, auch wenn es keiner liest. Ich dachte, Feen tanzen Drachen auf der Nase rum. Ist so, ey.
klein und nervig, die Viecher. Halt! Beutelkontrolle hast du ausreichend. Pokebälle bei dir sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir hier die Pokebälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Oh, gut zu wissen. Aber so viele tolle Pokéball gibt's hier gar nicht. Dass ich jetzt das Bedürfnis habe zu sagen, oh, lass mal alle... Mauzi! Miauz! Oh, du bist so cute. Oh, du bist so cute. Ich mag Mauzi. Da ist ein Loch an der Wand. Ich erinnere mich an das Layout vom Mondberg, nur noch schwammig. Doch, ich erinnere mich an das Layout vom Mondberg. Ich erinnere mich an das Layout vom Mondberg. Nevermind. Diese Stelle habe ich noch allzu gut im Kopf. Ja, ja, Mann, ich habe mich als Kind ja hier drin verlaufen. Eigentlich müsste ich mich ja jetzt auskennen. Ein normaler Rocket. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Oh, wie geil. Das alte Rocket-Layout. Oh, wie cool. That's so old school. Traumato. Mein erstes Shiny war ein Traumato. Los, Nidorina! I choose you. And I want you to use your teeth on that one. Bite it! Yes! Wow, zerstört. Einfach zerstört. Pokémon-Kämpfe in dieser Edition sind halt echt ein Witz. Fängst drei Pokémon, bist heillos überlevelt. Nicht schlecht für einen Winzling. Ja, da ist noch ein Ball. Gib mir den. Ich hab nen Trank. Was braucht man die eigentlich? Ist die Top 4 denn wenigstens knockig? Ach, da sind's ja. Das schwarze Ding da drüben, das sieht doch wie ein Fossil aus. Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Was? Ich? Boo! Na los, mach schon. Du schaffst das, Mauzi. Mia, 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 Julia. Wir bleiben zusammen, was auch immer kommt. Von jetzt bis ans Ende der Zeit. Wir bleiben zusammen, das weiß ich genau. Denn jetzt und alle Zeit sind wir zwei bereit. Gemeinsam bis ans Ende der Welt.